Kirk, meine Lieben, Samstag, der 7. Dezember. Irgendwie habe ich es im Moment mit Videos. Das tut mir leid, ich nerv euch einfach. Nein, alles gut. Und zwar, ihr erinnert euch, hatte ich von der lieben Suse das, die Paintings gekriegt und ja, das erste ist fertig. Das war kaum bei mir zu Hause, das Video war abgedreht, habe ich mich dran gesetzt und hatte das in 18 Stunden fertig und zwar. Ist Big Ben fertig geworden. Und ja, das ist schon versiegelt, deswegen wälzt sich so ein bisschen. Aber ihr seht es, ne? Allein die Versiegelung ist übelst. Also das glitzert wie verrückt. Ne? Also, nein, ich versuche euch nicht zu hypnotisieren. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Das wird jetzt Weihnachten verschenkt. Ha! Und zwar in aller Ruhe. Ja, ich weiß hier, das Munde lenkt gerade total ab. Und das glitzert auch. Aber egal. Da kommen wir gleich zu. Und dann, ja, was machen wir heute? Tja, super. Jetzt sitze ich hier und fragt mich, was ich eigentlich von euch wollte. Schwierig. Nein, ich wollte einfach mal wissen, wie habt ihr Nikolaus verbracht? Ne? Gestern war ja Nikolaus und so, die Kiddies, die haben ja ihre Stiefelchen ausgepackt und wir nehmen das mal weg. So. Ja, das bezaubernde Geschöpf ist auch fast fertig. Man sieht schon, da ist ein Einhorn. Da. Da ist das Einhorn. Hier fehlt die Nase und es sieht noch recht spooky aus, aber ich nehme euch kurz mal mit. Da. Ja, ihr schwebt gerade, man sieht es am Beinchen. Es wird, das machen wir gleich weiter. Nein, es war ja jetzt Nikolaus und mich würde mal interessieren, was ihr so in euren, ja, Stiefel, Söckchen, wie auch immer hattet, weil mein Nikolaus kam am 5. und am 4. Am 4. und am 5. So. Und ja, heute kam dann. Ach ja, heute. Heute ist gar nichts. Das ist einer der Stifte von Annie und ach, ich liebe sie. Was aber total geil ist, muss ich euch gleich echt mal sagen, ist dieses kleine hier. Dieses kleine Geschöpf ist total genial, weil der ist klein, der liegt gut in der Hand. Der nimmt die Stifte, die Diamanten gut auf und ja, der ist schon ganz nice. Also den benutze ich zwischendurch auch mal, wenn ich so Dinge vergessen habe oder Steinchen, dann nehme ich schon mal den kleinen, weil den großen, den kann man einfach besser packen. Und ja, nein, also das Thema ist eigentlich, was hattet ihr in euren Socken, Stiefeln, Schuhen, wie auch immer, weil der kleine bärtige Böse. Nikolaus, der versucht ja immer jedes Jahr irgendwelche Dinge in irgendwelche Schuhe zu verstecken. Bei mir kam der, wie gesagt, am 4. Das war dann das Unboxing Suses Diamond Paintings. Wo das erste schon fertig ist. Und das war am 5. das fehlgeleitete Päckchen von Annie. Und warten wir einfach mal ab, was dann noch passiert. Also im Moment ist ja recht ruhig, weil ja Weihnachtszeit und so ist nicht ganz so meine Zeit, ne? Also wollen wir mal ernsthaft bleiben. Die Weihnachtszeit ist so, ja, nicht meins, nicht meins. Und dementsprechend halte ich nicht viel von dem Klimbim manchmal. Es gibt aber auch Situationen, so wie gestern, wo ich dann ganz viel von diesem Klimbim halte. Vielleicht eine Runde zu viel. Weil ich war gestern noch im Lidl und ich habe jetzt vor noch so ein. Ich habe mir dann so einen Bausatz geholt, das Hexenhaus von Lidl für 4,99 und da werde ich dann die Tage mal mich dran setzen und das ganze Ding mal aufbauen. Wird bestimmt lustig, weil ich davon keine Ahnung habe. Also die Bauanleitung ist simpel. Folgen Sie einfach A, B und C und schon steht das Haus. Mal gucken. Die liebe Swantje vom Kanal Fimo-Tinker hatte das mal präsentiert, dieses Hexenhaus. Und ich habe das gestern gesehen und musste es dann unbedingt mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir im Moment mit gar nichts sicher. Weil, ja, ich halt einfach so, ne? Man ist sich mal nicht sicher. Und ja, ich meine, klar. Wir haben Dezember, das Jahr geht jetzt ratzifatzi zu Ende. Und
Entschuldigung. Und wir haben jetzt auch so, ja, die Zeit des Innehaltens und Jahresrückblick und hast du nicht gesehen. Und mir ist dann da gestern mein Kalender im Travelers Notebook kaputt gegangen. Ich muss den jetzt echt umtragen und ach nee, es nervt. Also ich finde es dann doof, wenn sowas dann auch mal kaputt geht. Aber gut, das ist so. Es ist in der Natur des Dings. Das Ding wird ja ständig in die Hand genommen von mir und durchgeblättert und hier geguckt, da geguckt, was war wann. Und dann will man sich so ein bisschen erinnern und dafür ist so ein Kalender durchaus wertvoll. Eigentlich. Aber gut. Es ist, wie es ist und es ist und es bleibt, wie es ist. Und ja, es ist schwierig. Von daher weiß ich nicht. Wir werden aber die nächsten Tage, Wochen mal wieder Stifte selber bauen, weil, liebe Anni, guckst du, es ist in Benutzung. Weil ich denke, wir können die mal ein bisschen verändern. Das sind so, ja, 26 Stück, die wir dann verändern können. Und dann zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe mit, wie mit dem hier. Und ja, das war so der erste Testlauf. Aber ja, in Ordnung. Wird dann halt geguckt und dann zeige ich euch das mal, wie ich das gemacht habe, damit die liebe Anni, wenn sie es mal nachmachen möchte, dann nicht so das Problem hat, dass sie nicht weiß, wie. Ne, Annilein. Dann kriegst du da mal so den Einblick, wie ich das mache und dann ist das gut. Was ich unglaublich faszinierend finde, ich habe gestern einen Film geguckt. Ein Anime auf Empfehlung von meinem besten Freund und oh mein Gott, der war echt, ja, da war ich so ein bisschen, ja, ich sag mal danach ein bisschen seltsam angetriggert. Also der war nur wirklich schön. Ich werde jetzt auch nicht spoilern oder was, also er weiß, welchen Film ich meine. Und wenn ihr Netflix habt, dann kann ich euch den Film Your Name echt nur empfehlen. Ich stelle euch mal ein Stück weiter hier so rüber, weil dann kann ich hier ein bisschen weitermachen. Und ja, ich habe dann echt gestern hier gesessen, völlig verzückt und habe dann diesen Anime geguckt und war dann echt begeistert. Also ohne Witz. Aber gut, ich meine, so ein Film muss mich auch, ja, emotional angreifen. Dann hat Netflix jetzt neu rausgebracht, A Christmas Prince. The Royal Baby und, oh Gott, herrlich. Ich bin im Moment so in diesem, ja, Weihnachtstrubel-Filmgeschichten drin und, oh Gott, ja, manchmal ist das echt anstrengend. Und dann bin ich ja leider Gottes noch so sehr, sehr angreifbar, also sehr, sehr emotionsbelastet und, oh, es ist schön. Also ich sitze dann auch hier und heul, wenn ein Film ist, der mir so richtig gefällt und ja, ein Holiday-Kalender. Genauso nett. Und ja, solche Dinge. Also, wir müssen das nicht diskutieren. Es ist einfach, wie es ist. Und ja, dementsprechend bin ich dann so ein bisschen. Achso, nicht wundern, hier sind die Farbtütchen drin. Bin ich dann so ein bisschen bescheuert in der Birne. Ein bisschen. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und die, die mich schon länger kennen oder vielmehr mein Umfeld, die mich schon Jahre kennen, die wissen das auch. Und ja, wer den Schaden hat und so, ich muss mir dann immer anhören, von wegen, du bist doch bescheuert. Ja, bin ich auch. Und ich bin dann auch so ein Mensch, der dann auch wirklich mal vorm Fernseher sitzt oder vorm Tablet über Netflix und fängt zu heulen. Das habe ich aber schon immer gehabt, also pf, keine Ahnung. Und dann habe ich dann einfach meine Runde geheult und ja, das tat auch gut. Dann hatte ich gestern so einen Tag, wo ich gedacht habe, okay, die Welt ist gerade ein bisschen dämlich, weil ich gestern auch an meinen Schwiegervater denken musste, der ist
16 oder 17 auf dem 6. Dezember verstorben. So genau weiß ich das gar nicht. Ich müsste mal ins Familienalbum gucken. Da ist die Todesanzeige drin. Und ja, war dann halt so, wo ich dann wirklich so völlig für mich war und mich auch so ein Stück zurückgezogen habe, weil was soll ich denn da, ne, was soll ich denn da groß mit hausieren gehen? Und ja, das war dann gestern so eigentlich los und so die letzten Tage. Und ab dem 1. August fange ich, ab dem 1. Oktober fange ich immer an, so ein bisschen mich zurückzuziehen und abzukapseln. Und ja, dann ist das immer so, dass es das auch ganz schwierig ist mit mir und für mich. Und ja, ist halt einfach so, weil am 1. Oktober ist meine Mama von mir gegangen. Ich habe dann leider einfach zu spät erfahren, dass sie gestorben ist, dass sie beerdigt wird. Und ich musste dann innerhalb von 24 Stunden gucken, dass ich zur Beerdigung komme, was ich dann abgelehnt habe, weil es einfach nicht schaffbar war. Und ich habe dann irgendwie auch nie Abschied genommen. Also ich habe sie nie wirklich losgelassen. Und ja, es ist halt schwierig. Und ich habe dann jetzt so für mich beschlossen, vielleicht muss ich auch gar nicht wirklich Abschied nehmen, weil ich es irgendwie schon vor 8 Jahren getan habe. Aber mein Rat ist, auch wenn euch eure Eltern mal auf den Keks gehen oder auf den Zeiger, wenn ihr noch Elternteile habt, dann genießt es. Weil mein Vater ist dement, also hochgradig dement, der erkennt mich schon gar nicht mehr. Der weiß nicht mal mehr, dass es mich gibt und wer ich bin. Und auch sowas ist belastend und ist schwierig. Und ja, dementsprechend. Jetzt muss ich gerade mal gucken. 37, 27. Gut. Dementsprechend bin ich dann auch so ein bisschen, ja, ein bisschen lethargisch oder wie nennt man das? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also ich bin da so ein bisschen, ja, verrückt. Verrückt im Sinne von, ich mache mir dann ein Kerzchen an und will dann einfach auch mit der Welt, so wie sie gerade ist, dann auch nichts zu tun haben. Dann steht die für mich einfach eine Runde still und ich nehme mir dann auch einfach die Zeit, so bis zum neuen Jahr, wo ich mir dann denke, von wegen, nee. Das muss ich jetzt mit mir ausmachen, das geht auch keinen was an. Und ja, man merkt mir das dann schon an. Ich habe es dann gestern übertrieben. Ich habe mir gestern so eine ganze Packung Diät hin oder her, aber das musste dann einfach sein, Schokokekse gekauft und die habe ich dann auch gefuttert. Und naja, zu viel Schokolade, zu wenig frische Luft und ja, war dann halt kontraproduktiv. Aber das habe ich dann auch einfach gebraucht, ne? Also so mit Tee und für mich im Stillen, allein, in aller Ruhe, das musste dann auch sein, weil was soll ich denn draußen rumrennen und Trübsal blasen oder über den Weihnachtsmarkt tingeln und dann so tun, als wäre die Welt in Ordnung? Nein, will ich gar nicht. Das meine ich mit, ich bin nicht sozialverträglich manchmal. Also ich will das dann auch teilweise nicht, dass ich dann einfach eine gute Laune vorschützen muss, obwohl dann gerade die Welt einfach nur dämlich ist. Und ja, dementsprechend ziehe ich mich dann auch in solchen Momenten extremst zurück. Und ja, dann ist die Welt auch gerade blöd. Und ja, die Welt ist auch im Moment ein bisschen doof, aber gut. Wollen wir mal sein lassen. Das ist nur meine Weltverschwörertheorie. Wobei Weltverschwörertheorie, mein Gott, es gibt so viele Verschwörungstheorien mittlerweile, dass, dass ich nicht mehr weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist. Was mich aber wahnsinnig nervt, ist, dass Menschen, die noch Rückgrat zeigen, die anderen helfen, weiß ich nicht, auch angefeindet werden. Also es ist jetzt im Moment wieder so, dass ich ganz viel, ja, nicht ganz viel mitbekommen, weil ich es einfach auch für mich nicht will, aber wenn ich dann mal was mitbekomme, dann sind dann so Dinge wie in Chemnitz wurde ein Rollstuhlfahrer angegriffen, weil er Ausländer war, oder aber Morddrohungen an Menschen, die Rückgrat zeigen, die gerade stehen und sagen, ne, so nicht, und die werden dann als Nazis und was weiß ich nicht bezeichnet, kriegen Morddrohungen.
Und Leute, da müssen wir echt aufpassen, ne? Also, ich sag mal, das eine hat mit dem anderen echt nichts zu tun. Und ich weiß, dass ich mir wahrscheinlich gerade schon wieder Feinde mache, wenn ich sage, ich habe gerne Rückgrat und ich schluck so E-Mails dann auch mal runter und denke mir so meinen Teil, weil, ja. Mein Anspruch ist, dass ich selbst, ja, ich sag mal, einen ziemlichen Perfektionismus an den Tag lege. Also manchmal ist es so, dass mir der Perfektionismus, den ich dann so selber an den Tag lege, mir im Weg steht, genauso wie meine Leistungsbereitschaft. Ich will immer mehr leisten, als ich eigentlich kann. Und ich stehe auch dazu, weil das bin halt ich. Aber das ist Tatsache mittlerweile so ist, dass wenn du Rückgrat zeigst, wenn du sagst, guck doch mal genauer hin, dass du dann Morddrohungen kriegst, ist schon bedenklich. Ich will nicht sagen krank, sondern bedenklich. Und ja, ich weiß auch, dass das ganz, 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 ganz viele aus Angst einfach schweigen. Und ich will nicht schweigen, nein. Wenn ich mir überlege, dass eine AfD oder sich ziemlich rechts positionieren, dann kriege ich Angst. Dann weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber ich für meinen Teil, ich würde niemals, nicht niemals auf eine rechte Demo einlassen, weil ich gehöre nicht zu diesem, ich sag jetzt mal, blauen Spektrum, weil blau ist das neue Braun, sondern ich bin mehr so Fraktion Mensch. Ich bin einfach von der Gattung Mensch und als Mensch helfe ich, wo ich kann. Auch wenn ich damit auf die Fresse fliege, so wie momentan wieder. Und versucht dann auch mein Möglichstes, zeigt dann auch, sagt dann auch ganz klar, ich habe Rückgrat, ich stehe für Unrecht ein, wenn ich Scheiße gebaut habe, sehe ich das auch ein und stehe dazu, aber es ist manchmal so, dass ich nicht weiß, wer Freund und wer Feind ist. Und über dieses Nichtwissen, wer Freund und wer Feind ist, mache ich schon mal Unfug. Und ich meine, das kann ja jeder für sich irgendwie überlegen und gerade setzen. Aber die politische Lage ist so, dass sie leicht beängstigend ist. Wo ich mir dann denke, oh, Autschen und ne, solche Dinge, so Fremdschämen-Geschichten. Und dann, ja, weiß ich nicht. Entweder man steht zu dem, was man tut, oder man lässt es. Und ich habe mal gelernt oder ich habe meine Werte irgendwann mal angefangen selbst zu legen und ich habe mir den Anspruch gelegt, immer das zu sagen, was ich denke. Auch wenn ich damit anecke, auch wenn ich damit vielleicht dem einen oder anderen auf den Schlips trete, ich sage das, was ich denke, ich sage das, was ich empfinde und ich stehe dazu. Und liebe Jasmin, ich habe deinen Kommentar mit Absicht gelöscht. Und ich möchte dir jetzt, und das ist auch ganz toll wichtig, dafür existiert dieses Video auch, und ich weiß, dass du das jetzt nicht verstehen wirst, aber ich möchte dich bitten, es sein zu lassen. Weil auf der einen Seite erzählst du mir seit 3 Wochen, dass das Päckchen unterwegs ist und das passiert nichts. Auf der anderen Seite erzählst du mir seit 3 Wochen, dass das Päckchen morgen in den Versand geht. Auch das passiert nicht. Und jetzt bin ich dir ganz ehrlich. Und ja, ich weiß, du wirst gleich kotzen, aber ich möchte dein Päckchen nicht mehr. Weil ich beschlossen habe, dass es jetzt gut ist. Ich bin 3 Wochen hinter dir hergelaufen. Ich laufe dir nicht nochmal hinterher. Wenn dieses Päckchen kommt, ich werde es annehmen, aber ich werde dazu kein Video machen. Weil ich für mich beschlossen habe, ich habe Lehrgeld bezahlt und ich werde mit bestimmten Menschen noch tauschen. Ja, ich werde mit bestimmten Menschen auch nicht tauschen. Und liebe Jasmin, mit dir möchte ich nicht mehr tauschen, weil dieses ständige hinter dir herlaufen tut mir nicht gut
Und davon distanziere ich mich gerade. Deswegen habe ich gestern deinen Kommentar ohne weiteres Wort gelöscht. Mein Channel, meine Verantwortung. Und du solltest wirklich überlegen, was du schreibst, in welchem Tonfall du das schreibst und andere als asozial zu bezeichnen und dann selber nicht in die Puschen kommen, ist ein Unding. Und das geht auf meinem Channel gar nicht. Von daher wirst du das bitte unterlassen. Ein absolutes No-Go. Und ja, auch wenn die anderen es nicht mitbekommen hatten, ich hatte im November mit Ina, mit Anni, mit Jasmin getauscht. Anni ist inzwischen da. Auf Ina warte ich noch. Das ist unterwegs. Und die liebe Jasmin ist seit Mitte November da dran, mir dieses Päckchen zukommen zu lassen. Und es passiert gar nichts. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe da langsam keine Lust mehr drauf. Deswegen existiert der Post, ich mache keine Tauschpost mehr. Deswegen sage ich, ich mache Tauschpost in bestimmten Rahmen, wenn ich mir das leisten kann und mit Leuten, wo ich weiß, dass das funktioniert. Und ja, damit ist das für mich in Ordnung. Und ich denke, jeder wird es verstehen, wenn ich sage, ich möchte mit ihr nicht mehr tauschen. Weil wie gesagt, mein Channel, meine Verantwortung, ich muss das auch für mich verantworten können und auch für meine emotionale Gesundheit, weil diese ist elementar für mich wichtig. Und ich werde dazu kein Video machen, liebe Jasmin, das wirst du, kannst du dir direkt von der, ich sag mal, Hübschbacke putzen. Ich werde dich auf WhatsApp nicht nochmal frei machen. Ich habe jetzt meine Handynummer gewechselt. Ich werde das auch die nächsten Tage so regeln, dass ich die alte Karte aus meinem Handy nehme. Ich habe nur Dual-SIM-Handy und dementsprechend werde ich die Karte auch rausnehmen. Die alte Karte und zerbrechen. Damit ist das Thema für mich erledigt. Wir werden nicht nochmal tauschen, die Jasmin. Und es steht dir frei, diesen Channel zu verlassen, zu deabonnieren. Ich zwinge hier niemanden zu bleiben. Und ja, ich denke, das ist zwar nachtreten, aber es musste sein. Ich für mich brauchte das gerade. Es tut mir leid, wenn ich das gerade so mache. Aber es hat ganz lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass manche Dinge einfach nicht funktionieren. Und liebe Anni, wollen wir mal zu was Erfreulichem kommen? Ich würde sagen, wir schreiben nochmal. Ich habe da eine ganz witzige Idee und ich denke, für nächstes Jahr, das wird lustig. Daniel, Monika, ihr zwei Hübschen. Schön, dass es angekommen ist. Ich freue mich da gerade tierisch drüber. Liebe Monika, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Daniel, ich dir auch. Und ja, wir schreiben sowieso. Dann wird es die nächsten Tage ein bisschen ruhiger werden, hoffe ich. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Weihnachten ist ja immer so die Zeit der kleinen Wunder. Und ja, gucken wir mal. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, sag ich Tschüss. Ich melde mich das nächste Mal, wenn das Bild fertig ist oder von Ina das Päckchen angekommen ist. Dann mache ich noch mein Video. Und dann würde ich euch wünschen, würde ich sagen, wünsche ich euch schöne Feiertage. Kommt gut zur Ruhe, so gerade ist die erste Woche Dezember rum und ja, es ist stressig. Gönnt euch genug Ruhe. Gönnt euch ab und zu Pausen. Kuschelt euch gern mal ein, guckt den einen oder anderen Weihnachtsfilm, lasst euch ein bisschen berieseln. Seid kreativ oder wie auch immer. Bleibt wie ihr seid, habt einfach Spaß, lasst euch nicht provozieren. Ich wünsche euch viel Erfolg und ein frohes Fest und man sieht sich. Tschüss.